Frau König, Sie haben sich jetzt einer ganz großen Herausforderung gestellt. Die Bürgermeisterwahl in Hohenmölzen steht an. Weshalb? Was war das Bedürfnis? Warum wollten Sie das? Meine ersten kommunalpolitischen Erfahrungen durfte ich in der Gemeinde Großkrimma sammeln und habe die Umsiedlung mit begleitet, bis sie 1998 abgeschlossen war. Warum ich mich jetzt wieder politisch engagiere, sage ich mal so, gebe ich zu, ist die Einwohnerversammlung am 7.01.2016 gewesen, wo es um die Abwasserproblematik ging, wo wir mit den neuen Heranziehungsbescheiden konfrontiert worden sind und die nicht nur ich, sondern auch andere als ungerechtfertigt empfunden haben, weil wir ja bereits unsere Leistungen schon gebracht haben. Und ganz einfach in dieser Zeit habe ich mich gefragt, was erwarte ich eigentlich von einem Bürgermeister? Da gibt es viele Dinge, aber das Wichtigste ist mir, ein Bürgermeister muss zuerst die Interessen seiner Bürger vertreten und erst dann die von Behörden, Verbänden oder sonstigen. Und das ist das, wo ich sage, das habe ich vermisst und ich möchte da anders rangehen an die Sache. Ich möchte wirklich ein Bürgermeister für unsere Bürger sein. Da stellt sich bei mir jetzt gleich die zweite Frage, die Sie oder dann dran. Was, abgesehen jetzt vom Abwasser, diese Problematik, die wir ja immer noch haben hier mit den Bescheiden, was möchten Sie jetzt ändern? Hier, was haben Sie sich vorgenommen? Was soll in Hohenmölzen anders werden? Unser Bürgermeister berichtet ja gern über seine Projekte in den Medien und das finde ich auch gut. Und das finde ich auch richtig. Aber ich muss noch mal dazu sagen, ich wünsche mir auch eine offene und ehrliche Information über Dinge, die eben nicht so erfreulich sind für die Bürger. Ich hätte mir gewünscht, dass ich 2015 da mal vorab informiert worden wäre. Sicherlich stand im Amtsblatt drin, dass im September eine neue Satzung gemacht wurde. Aber man nimmt das dann, man liest das zwar, aber man nimmt das dann erstmal gar nicht so wahr, was das bedeuten könnte, weil ich mir ja bewusst war, ich habe, beziehungsweise viele Bürger, die es jetzt betrifft, die haben ihre Leistung bezahlt. Verstehen Sie? Ich weiß, dass das schwer ist, über solche unangenehmen Dinge auch zu reden und dass man da auch mit den Bürgern sicherlich Ärger kriegt, dass das denen gefällt, wenn man denen ins Portemonnaie greift, denn dann wären ja die Bürger erstmal richtig munter. Aber trotzdem muss man das einfach auch ehrlich, man muss es einfach sagen. Ich möchte, dass wir sozial vertretbare Kommunalabgaben haben, dass die Bürger da wenigstens eine kleine Sicherheit bekommen, dass sie sich nicht so, ich sag's mal ganz einfach, abgezockt fühlen. Wissen Sie? Mir tut das manchmal richtig weh, wenn Bürger aufgrund solcher Maßnahmen wirklich an ihre finanziellen Grenzen geraten. Und das ist eine Verantwortung, das kann nicht nur ein Bürgermeister alleine machen, da gehört auch das Land, der Gesetzgeber mit dazu. Wissen Sie? Aber es gibt auch Dinge, wo man da schon aufpassen kann. Das habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren gelernt. So, und ich sehe jetzt aber Hohenmölzen jetzt auch aus einer anderen Sicht. Ich meine, wir wohnen ja auch hier. Es ist eine schöne Wohnstadt Das geworden, oder? streite ich auch überhaupt nicht ab. In den letzten 28 Jahren, das hat sich wirklich super entwickelt. Da kann man den Bürgermeistern in der Vergangenheit und auch den Stadträten, da muss man ganz einfach sagen, den kann man nur gratulieren, das haben die wirklich gut gemacht. So, was machen Sie jetzt? Was möchten Sie jetzt als Bürgermeisterin dann machen? Was fehlt jetzt hier an Hohenmölzen? Schulen haben wir, ja. Ich weiß auch, dass der demografische Wandel an uns nicht vorübergeht, dass wir alle älter werden. Und deshalb wäre mir auch wichtig, dass wir hier in der Stadt gucken und uns auch mit den Senioren unterhalten. Was ist für Sie wichtig? Für mich, wenn ich das jetzt aus meiner Sicht sehe, dann ist es erstens ein barrierefreies Bauen und auch
Übersichtliches bauen. Und da denke ich nicht bloß barrierefrei in Räumen, in Gebäuden, sondern auch auf Straßen. Und noch wichtig ist mir aber auch dabei, dass der Haushalt immer stabil ist, dass uns die Kommunalaufsicht auch keine Vorschriften macht, wie wir mit unseren Aufgaben umgehen. Und insbesondere denke ich da auch an die freiwilligen Aufgaben. Da zähle ich drunter die Unterstützung der Vereine und auch der Jugendarbeit. Da gehören auch bezahlbare Kita-Plätze dazu oder bezahlbare Bauplätze und die Feuerwehr. Sind ja die Aufgaben, die für uns auch wichtig sind und die unser Leben auch hier lebenswert machen und dass das auch schöner wird, die Stadt, das ist ja wichtig. Und da möchte ich schon, dass wir das zumindest den Standort, den wir jetzt haben, wenigstens halten können. Da wird erzählt, die Bürger von Hohenmölzen wünschen sich eine Neuseenlandschaft wie in Leipzig. Und da frage ich mich, was entstehen dort für Arbeitsplätze für unsere Kinder? Sie wird es ja als erste betreffen. Oder wie stolz man ist auf den neuen Windborg. Und da frage ich mich auch, wie viele Arbeitsplätze hat der Windborg in unserer Gemeinde geschaffen? Wissen Sie? Zur Bürgerversammlung am Mittwoch, wo ich dann mitgekriegt habe, dass unser Bürgermeister gesagt hat, wir könnten ja eine Wohnstadt werden. Und es ist ja kein Problem, dass wir dann die Wirtschaftszentren in Leipzig, in Halle oder Gera nutzen. Das sind ja keine Entfernungen. Und da muss ich mir auch wieder fragen, wenn ich eine Stunde auf Arbeit fahre, dort 9 Stunden verbringe und wieder eine Stunde zurückfahre, dann ist der halbe Tag schon um und dann komme ich eigentlich nur noch fast zum Schlafen nach Hause. Und andererseits sprechen wir dann immer, wir wollen familienfreundlicher werden und das beißt sich irgendwie. Und deshalb sage ich da eindeutig, hier müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass hier vor Ort Industrie und Gewerbe sich ansammeln kann. Das ist wichtig. Und nicht bloß für die Kommune Hohenmölzen, sondern für alle Anrainer-Kommunen, die es betrifft. Und die müssen zusammen da sich stark machen und eine Einheit bilden. Ja, naja, dann, wie gesagt, haben wir noch, oder Sie, besser gesagt, haben noch eine Woche. Ja, ganz einfach können Sie ja den Zuschauern, unseren Wählern oder Ihren Wählern ja dann eigentlich sagen, noch was mit auf den Weg geben, was Sie sich auf alle Fälle auf die Fahne geschrieben haben. Ich wünsche mir, dass ich die Aufgaben, die ich mir jetzt vorgenommen habe, dass ich diese erfüllen kann. Und ich wünsche mir auch, dass ich so viel Weitblick habe, dass ich alle Entscheidungen, die getroffen werden, im Interesse der Bürger treffen kann. Davor habe ich wirklich Respekt. Ja, Frau König, schön, dass Sie uns hier empfangen haben. Mhm. Es ist noch eine Woche. Es ist noch bestimmt sehr aufregend. Ja, wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Anna, recht vielen Dank.